So, ich grüße Sie. Hier ist wieder Axel Wolf von der Demaklerei Immobilienkultur aus Nürnberg. Heute aus einem ganz, ganz bekannten Haus aus Nürnberg. Und zwar aus dem Haus der Hintermeierstraße 32. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie die Hintermeierstraße, sofern Sie der Nürnberger oder Nürnbergerin sind, natürlich kennen. Das ist ein Haus, eigentlich direkt am Nordring, kann man sagen, wobei die Wohnung hier hinten ist nach hinten ausgerichtet, also es ist ruhig, es ist grün, komme ich aber gleich drauf. Aber das ist dieses tolle Haus mit diesen, ja, ich sag mal, blau-grünen Balkon-Einglasungen. Also das fällt von außen richtig auf mit so einem großen Vorbau. Das ist wirklich toll, sodass man ein großes Foyer, ein repräsentatives Foyer schon gleich im Eingangsbereich hat. Ja, Hintermeierstraße 32, eine Einzimmerwohnung mit einem wunderbaren Balkon, wo ich jetzt auch hier eben an diesem sehr, sehr schönen Spätsommertag sitze. Und jetzt folgen dann gleich ein paar Bilder und ein paar Videoschnipsel und dann nehme ich Sie auf eine Reise. Und dann fliegen wir einfach mal zusammen. Wird nicht so lang dauern, weil kleine Wohnung, hat so ungefähr 35 Quadratmeter. Aber wir fliegen trotzdem mal durch und dann am Ende dieses Videos komme ich dann nochmal mit ein paar wichtigen Informationen zum Zustand der Wohnung und der allgemeinen Lage, auch in dieser Wohnanlage, komme ich nochmal auf Sie zurück. So, und jetzt anschnallen, wir fliegen jetzt durch und jetzt viel Spaß bei den Bildern. Und wie gesagt, ich komme gleich nochmal mit den wichtigsten Informationen. Danke, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, und da sind wir jetzt wieder zusammen. Also, jetzt gehen wir es mal zusammen durch. Also sicher hat Ihnen diese kleine schnuckelige Wohnung, bin ich mir ganz sicher, genauso gut gefallen wie mir. Also das ist mal richtig, richtig cool. Die Wohnanlage selber ist saniert worden. Also wir haben hier Vollwärmeschutz. Die Balkone und Terrassen sind gemacht worden, hier mit Edelstahlgitter. Das haben Sie bestimmt auch auf den Bildern gesehen. Die Wohnung hat, wie gesagt, ein Zimmer mit so ein paar kleinen Nischen. Dann gibt es im Eingangsbereich, finde ich super gut gelöst. Da hängt jetzt aktuell ein Vorhang. Da könnte man auch nochmal einen Schrank stellen für Schuhe, Klamotte und Co. Also das ist ideal. Wenn Sie reinkommen in das Wohnzimmer, haben Sie hier gleich diesen schönen Ausblick hier ins Grüne. Also das ist echt toll gemacht. Fenster sind teilweise 2008 erneuert worden. Dann haben wir eine Einbauküche, also weiß, schlicht, ist schön eingepasst. Auch offen zum Wohnzimmer. Dann haben wir so eine kleine Schlafnische,
was ich auch cool finde, das ist jetzt wieder Hochbett, ist das jetzt aktuell hier gemacht worden. Also das hat richtig Charme. Ja, der Balkon, habe ich vorhin schon gesagt, da sitzen wir jetzt gerade. Das ist natürlich super schön, vielleicht noch ganz wichtig für einen Kapitalanleger, sollten Sie kein Eigennutzer sein. Das Haus ist eine relativ große Anlage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Wohneinheiten, spielt aber jetzt gar keine Rolle. Ist ein eher gehobenes Publikum, so sage ich mal. Ist gemischt zwischen Mieter und Eigentümern. Absolut gepflegt hier. Die Grünanlagen sind die Büsche geschnitten, die Wege sind gekehrt, es liegt kein Dreck rum, die Fassaden sind sauber. Es gibt hier unten, sehe ich gerade, da hinten gibt es einen Grillplatz, total schön. Dann da, hinter mir, unten haben wir einen absperrbaren Fahrradkeller. Also hier ist eigentlich letztendlich für alles gesorgt. Also ich finde es klasse. Und ja, jetzt freuen wir uns auf Ihre Anfragen. Und ach so, ja, meine Soufflöse, mein Kollege sagt mir gerade, ich soll das schöne Bad noch erwähnen, was ich natürlich mache. Das Bad ist ungefähr 2016, 2015 saniert worden, hat eine Badewanne mit so einem verglasten, zum Glasschwert zum Duschen, dass es nicht rausspritzt, also kein Duschvorhang oder so. Es ist echt schön gelöst, kleines Waschbecken, Handtuchwärmer, dass man da auch sich mal kuschelig ein warmes Handtuch umlegen kann nach dem Duschen oder Baden, also auch schön gemacht. Ja, Einbauküche hat man, Fahrradkeller haben wir, Vollwärmeschutz hat das Haus, energetisch auf einem vernünftigen Stand, passt, nette Leute, alles prima. Ja, Lage vielleicht noch ganz kurz. Klar, Hintermeierstraße 32 hat hier gleich eine Bushaltestelle. Du kannst mit dem Fahrrad oder auch natürlich laufen. Du stehst genau gegenüber dem Stadtpark. Das ist mega. Du bist in 4-5 Minuten an der Burg. Da kannst du laufen, mit dem Fahrrad fahren. Du hast hier die Restaurants. Es ist einfach nur noch perfekt. Ja, perfekt. Perfekte kleine Stadt. So würde ich sagen. So, jetzt sind wir aber durch. Ich danke Ihnen. Und gerne Daumen hoch und unseren Kanal abonnieren, damit Sie immer unsere neuesten Angebote bekommen. Und jetzt sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr Axel Wolf von der Die Maklerei Immobilienkultur, heute aus der Hintermeierstraße 32, das mit den vielen bunten Balkongläsern. Dankeschön. Tschüss. Tschüssi.